Auch wenn die Kettensäge lärmt, hier unter den Bäumen entspanne sich seine Seele, sagt Wassili Gaukin. Der 52-jährige Russe liebt den Wald. Ohne ihn kann er sich sein Leben nur schwer vorstellen. Das gilt allerdings auch ganz praktisch, vor allem jetzt im Winter. Denn Gaukin sammelt mit seinen Nachbarn mehrmals in der Woche Feuerholz. Damit heizen sie zu Hause. Früher wäre es illegal gewesen, abgestorbene Bäume und Fallholz einfach so zu nutzen. Die Dorfbewohner mussten dafür extra eine Fläche im Wald anmieten. Nur dort durften sie legal Holz sammeln, sonst drohte eine Geldstrafe oder sogar Haft. Und manchmal mussten sie bis zu 4 Monate auf eine Genehmigung warten, sagen die Einwohner. Mit dem neuen Gesetz ist jetzt alles einfacher geworden. Man muss nicht mehr mit Dokumenten herumrennen. Wir kommen einfach zum Waldinspektor, machen etwas aus. Er zeigt uns, wo Feuerholz liegt, und wir sammeln es ein und helfen damit den Förstern, den Wald zu räumen. Die Förster sind heute besonders streng. Immerhin ist ja auch unsere Kamera dabei. Da wollen sie ihren Job besonders gut machen. Aber auch sie sind erleichtert. Das neue Gesetz helfe den Dorfbewohnern im Winter und den Förstern im Sommer. Wir müssten das Bruchholz sowieso aufsammeln. Im Sommer ist es sonst furchtbar. Dann brennt alles und das Feuer ist schwer aufzuhalten. Für uns ist es gut, dass die Einwohner den Wald aufräumen. Und die Bevölkerung in den umliegenden Dörfern braucht das Feuerholz. Gas gibt es hier an vielen Orten nämlich nicht. Wassili lebt schon immer direkt am Wald. In der Sowjetunion war er Traktorfahrer in der Landwirtschaft. Inzwischen arbeitet er auf dem Bau, muss wie viele hier zum Arbeiten nach Moskau pendeln. Leonowa ist weniger als 100 Kilometer von der russischen Hauptstadt entfernt. 150 Menschen wohnen hier im Dorf. Doch immer mehr Häuser stehen leer, sagen die Einwohner. Keine Arbeit und außerdem fehlt ja der Gasanschluss für moderne Heizungen. Trotz der Nähe zur Hauptstadt. Und für mögliche neue Bewohner ist Holzhacken oft zu mühsam. Für Wassili ist es Tradition. Mit meinem Vater bin ich früher auch immer Holz sammeln gegangen im Wald. Wir haben uns die Genehmigung geholt und für den Winter das Holz vorbereitet, damit es immer zu Hause warm war. Holz zu hacken gefällt mir. Es ist für die Seele angenehm. Sägen und hacken, ich mache das schon mein ganzes Leben. Was soll man da machen? Obwohl das Land als Energieriese gilt, hat in Russland fast ein Drittel der Bevölkerung keinen Gasanschluss. Das soll sich aber zumindest hier in Leonowa dieses Jahr ändern, verspricht die Regierung. Bis dahin hackt auch Wassilis 78-jährige Mutter noch manchmal Holz, wenn es sein muss. Zum Kochen benutzt die Familie Gas aus einem Zylinder. Viele der Nachbarn im Dorf sind über die Jahre dazu übergegangen, zum Heizen Kohle zu kaufen. Alle hier sind es leid, immer den Ofen zu heizen. Das ist so viel Dreck, so viel Ruß. Wir wollen es lieber einfach haben. Du stehst auf und es ist schon warm im Haus. Du musst dich um nichts kümmern. Deswegen können wir den Gasanschluss kaum erwarten. Für Wassili ist das Gesetz zum Holzsammeln aber auch ein Beweis, dass russische Politiker immer mehr auf die Menschen zugehen. Er gehört zu den Unterstützern des russischen Präsidenten. So wie es in der Sowjetunion war, damals. Das lebt jetzt unter Wladimir Wladimirowitsch Putin wieder auf. Auch die Gesetze. Und ich persönlich bin sehr dankbar dafür, dass er etwas für das Volk tut. Feuerholz sammeln kostet Wassili zwischen seinen Nachtschichten am Bau immer viel von seiner freien Zeit. Aber er sieht es positiv. Bis es mit dem Gas klappt, hat er einen guten Grund, diese Zeit dann im Wald zu verbringen.